Herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Tutorial, bei dem ich klären möchte, wozu man eigentlich Freilaufdioden benötigt. Wenn man eine Spule in einem Gleichstromkreis betreibt, beispielsweise einen Gleichstrommotor, und dann den Gleichstromkreis schlagartig unterbricht, dann wird in der Spule eine Spannung induziert. Das kennt man vielleicht noch aus dem Physikunterricht und da hat man vielleicht auch mal was von der Lenzschen Regel gehört. Die Lenzsche Regel besagt, dass dann ein Strom, ein Induktionsstrom induziert wird, der so gerichtet ist, dass er der Ursache seiner Entstehung entgegenwirkt. Das heißt, eigentlich würden wir den Strom abschalten, die Spule treibt den Strom aber weiter. Wenn wir uns das hier mal nicht als Schalter vorstellen, sondern entsprechend mal einen Widerstand nehmen, der jetzt hochohmig ist, dann kann man sich die Effekte dieses Induktionsstroms mal anschauen. Und zwar wirkt jetzt die Spule als Spannungsquelle. Die induzierte Spannung ist so gerichtet, dass dort der Strom weiterfließen kann. Das heißt, ich habe hier den positiven Anschluss der Spannungsquelle, dort den negativen Anschluss und hier oben vom Pluspol der Spannungsquelle, also der Spule, wird also der Strom herausgetrieben über diesen Widerstand. Und das Problem ist nun, dass wenn ich hier einen großen Widerstand habe, und das möchte ich hier haben, ich möchte ja diesen Stromkreis öffnen, wenn ich einen großen Widerstand habe, dass ich dann hier an der Stelle eine sehr große Spannung bekomme, nach dem Ohmschen Gesetz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich hier diesen Stromkreis mit einem Transistor öffnen möchte, also den Transistor als Schalter verwende, der dann auf einmal plötzlich hochohmig wird, dann habe ich hier an der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors eine sehr große Spannung. Und damit kann man auch Transistoren zerstören. Die Lösung des Problems sieht nun folgendermaßen aus. Ich schalte antiparallel zu meiner Spule eine Diode. Die hat im normalen Betrieb keinen Effekt. Also wenn die Spannungsquelle noch eingeschaltet ist und der Transistor leitet, dann ist die Diode in Sperrrichtung getrieben und der Strom fließt ganz normal hier durch die Spule und durch den Transistor weiter. Das heißt, ich habe hier einen Stromkreis und durch die Diode fließt kein Strom, weil die Diode in Sperrrichtung eingebaut ist. Wenn ich jetzt aber diesen Transistor hochohmig mache, das heißt, ich möchte den Stromkreis unterbrechen, dann wird, wie eben auch, die Spule zur Spannungsquelle und treibt den Strom weiter. Der Strom kann nun aber über diese Diode fließen. Und so erhalte ich hier oben einen Kreislauf, sodass das Magnetfeld abgebaut werden kann, ohne den Transistor zu zerstören. Der Induktionsstrom fließt nun also über die Freilaufdiode und am Transistor treten keine hohen Induktionsspannungen mehr auf.